Ich war aus zwei Gründen in Spanien. Einmal habe ich Freunde von Steiger in Madrid besucht für ein paar Tage. Da seht ihr hier ein paar Bilder, ich habe da keine Videos gemacht. Und dann habe ich andere Freunde in Sevilla, die ich auch von Steiger kenne, besucht. Esa comunidad la llamamos Encounter. Die Leute aus Sevilla haben dort eine sehr coole Gemeinde, die so ähnlich ist wie die Jesus Freaks, oder so ein bisschen eine Mischung zwischen vielleicht einer Vineyard und einer Jesus Freaks Gemeinde. Und ich habe ein paar Interviews mit dem Gemeindeleiter dort gemacht und habe dann mit dem Ziel, ein kurzes Vorstellungsvideo zu produzieren. Da ist dann leider nicht so viel draus geworden. Aber hier seht ihr mal ein paar Eindrücke von der Kirche, dort ist ziemlich cool. Das hier ist der Gottesdienst. Das Thema war Beziehungen und sie haben ein junges Ehepaar eingeladen und ein älteres und sie haben einfach ein bisschen aus ihrem Beziehungsalltag erzählt. Seres al igual y semejanza de Dios, pero completamente diferente en toda su concepción de que a él la mujer le tenía toda la bestia que se mueve sobre la tierra. O sea, Dios creó la. Das war so ein Abend in der Woche, da gab es Sushi, da hat jemand Sushi gemacht für ganz viele Leute und die haben dann so ein Café dort, wo sie Leute einladen können und es ist ziemlich im Zentrum von Sevilla, nah an so einem Platz dran, wo viele Bars sind und wo die Leute abhängen abends. Auf jeden Fall total entspannte, freundliche Leute, mit denen man auch mal ein Bier trinken kann. Und ich habe sie trotz der Sprachbarriere doch sehr lieb gewonnen.